Am Wochenende haben wir gesehen, wie jetzt in deutschen Innenstädten unser Zusammenleben neu ausgehandelt wird. Eine geringfügige Ordnungsmaßnahme des Staates, eine Kontrolle, genügte, um den unter Deutschlands Oberfläche brodelnden Supervulkan linker Gewaltbereitschaft zum Ausbruch zu bringen. Szenen, wie man sie bisher nur aus Pariser Banlieues oder den USA kannte, erreichen das grün regierte Stuttgart. Zusammenrottungen von gewaltbereiten migrantischen und linken Gruppen, 500 Kriminelle aufgeteilt in Dutzende von gewalttätigen Gruppen, ziehen marodierend durch die Innenstadt, verwüsten Auslagen und Geschäfte und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Zahlreiche verletzte Polizisten. 40 angegriffene Geschäfte. Die marodierenden Horden, viele vermummt, ziehen randalierend durch die Geschäftsstraßen, schleudern Pflastersteine auf Polizeiautos, schlagen Schaufenster ein, plündern Geschäfte. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Polizeibeamte mit jahrzehntelanger Einsatzerfahrung sprechen von nie dagewesenen Zuständen. Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei sagt, das ist nicht nur ein Angriff auf Menschen und Sachen, sondern auch auf unseren Rechtsstaat. Die Lage sei völlig außer Kontrolle gewesen. Ja, angesichts der Gewaltorgien und Verwüstungen, der Straßenschlachten in der gesamten Innenstadt, angesichts der Tatsache, dass hunderte Polizeikräfte aus dem ganzen Bundesland zur Verstärkung angefordert werden mussten, spricht der Innenminister des Landes von den schwersten Unruhen, die Baden-Württemberg jemals gesehen hat. Unter den nur 24 Festgenommenen der vielen hunderten Angreifer sind 12 Ausländer, 3 weitere mit Migrationshintergrund. Klar, dass die Nachrichten ausgerechnet einen schwarzen Geschäftsinhaber zeigen, um Neujahr die Zuschreibungen betreffend Opfer und Täter in die politisch erwünschten Korridore zu leiten. Politische Kommentare und Einordnungen? Fehlanzeige. Sondersendungen, Brennpunkte? Fehlanzeige. Offenbar ein unberührbares Thema. Man lässt es kurz vermeldet in den Politredaktionen schnell zu Boden fallen und geht hastig zu den neuesten Corona-Novellen über. Wo selbst ohne Anlass tagtäglich im Kampf gegen Rechts aus allen Rohren geschossen wird und der Staat sich mit grundloser Polizeischelte gerade selbst zerlegt, siehe auch das Berliner Antipolizeigesetz, herrscht am Tag des linken Gewaltausbruchs dröhnendes Schweigen der Politkommentatoren, die ja höchst selbst mit den Stöpsel von der Flasche gezogen haben. Was also ist der neue Alltag? Schon vor kurzem teilte die Stuttgarter Polizei mit, Teile der linken Szene überschreiten hier gerade Linien, was wir für Stuttgart bisher so nicht gekannt haben. Man hört, aggressive und beleidigende Aktionen gegenüber der Polizei seien jetzt typische Agenda der Party- und Event-Szene, so die verharmlosende Bezeichnung der politmedialen Beschwichtigungskolonnen für dieses gefährliche Amalgam aus aggressiven, drogendealenden Ausländern und Linksextremisten. Da sind die bekannten schwarzen Kapuzenträger unterwegs, Antifa und migrantische Gruppen. Schon zu den letzten Wochenenden gab es in Stuttgart größere Auseinandersetzungen der entsprechenden Gruppen mit der Polizei. Immer in Gruppen von mehreren hundert Menschen, die die Polizei beschimpfen als was? Natürlich als Rassisten. Und auch jetzt wieder. Mal ruft eine Gruppe junger Männer Allahu Akbar, mal heißt es Fuck the Police, Fuck the System. In anderen Videos aus der Tatnacht wird All Cops are Bastards skandiert. Dass man da jetzt in Baden-Württemberg einen politischen Hintergrund nicht erkennen will, erscheint doch etwas voreilig. Wenn Angriffe auf Geschichtszeugnisse als wertvoller Debattenbeitrag verbrämt werden und die Polizei unter Pauschalverdacht gestellt wird, findet natürlich eine politisch-gesellschaftliche Prägung und Legitimierung von Gewalt gegen Symbolfiguren und Repräsentanten des Staates statt. Noch dreister als diese Gewaltverbrechen ist nur noch ihre politisch motivierte Vertuschung und Leugnung durch den Linksstaat selbst. Strukturell wichtig, um zu verstehen, was in Deutschland gerade passiert, ist dieses Detail. Der Mob hatte sich zusammengeschlossen in Solidarisierung gegen die Polizei. Was ist es also, dass diese Gruppe zusammenschließt? Es ist die grundsätzliche Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols, sei es aus Gründen des Linksextremismus, sei es aus Gründen der ausländischen Clan-Revier-Mentalität, das ist unsere Straße, unser Viertel,
und die schlagartige Heranziehung der eigenen Einsatzhorden. So kennt man es aus den von Migranten bereits übernommenen Vierteln deutscher Großstädte. Ein kurzer Telefonanruf genügt, um die berühmten Cousins in hunderter Stärke zu versammeln, die offenbar keiner Beschäftigung nachgehen. Wo die Polizei dann nicht mehr wagt, einfache Kontrollen durchzuführen, da sie nicht immer gleich in Hundertschaftsstärke unterwegs sein kann. Was wir gerade in unserem Land erleben, ist das Phänomen einer nicht mehr gegebenen Akzeptanz des Gewaltmonopols des Staates. Das heißt de facto das Ende des deutschen Rechtsstaats. Die geordneten Verhältnisse nämlich in diesem Rechtsstaat leben nicht etwa vor allem davon, dass im Nachhinein angekündigt wird, man werde alles schonungslos nach Recht und Gesetz verfolgen, oft genug ergebnislos, sondern doch hauptsächlich darin, dass eine Bevölkerung das Gewaltmonopol des Staates als gerecht und notwendig verinnerlicht hat und erst gar nicht den Gesetzen zuwiderhandelt, größtenteils. Wo diese verinnerlichte Beziehung zur grundsätzlichen Geltung der Gesetze des Landes fehlt, sind wir zurückgestoßen in die Barbarei. Beschert haben uns das nicht nur die Kriminalitätshochburgen in Ausländervierteln und der deutsche Linksextremismus, sondern doch vor allem auch das Gekuschel der Politiker der Altparteien mit den Rechtsbrechern. Ja, die vorauseilende Akzeptanz von Rechtsverletzungen bei den einschlägigen politischen Hätschelgruppen. Vor allen anderen verantwortlich ein Innenminister, der lieber Straftäter mit einer opportunistischen Altersmilde umschmeichelt, als seine Bürger und Ordnungskräfte zu schützen. Inzwischen hat die linksextremistische Taz aus Berlin, das Presseorgan der Partei Die Linke, wieder fleißig Stichworte geliefert, um zu schauen, wie weit man offen gegen die Ordnungsmacht des Staates hetzen kann. Notfalls mit dem Rückzugsgefecht der Satire-Lüge. Eine Ausländerin undefinierbaren Geschlechts, laut Selbstaussage, hetzte dort gegen Polizisten als Abfall und Deutschland als Dreckskultur. Davon, dass der Innenminister sich vor seine Leute gestellt hätte, hat man lange nichts gehört. Kaum liefert er dann nach, stellen sich Grün und SPD hinter die staatsfeindliche Hetze. Dass die Linke zu ihrer Hauspostille steht, ist eh klar. Diese Verharmlosungspolitik der Altparteien hat zu solchen Auswüchsen geführt. Ideologisch ermächtigt zu den staatsfeindlichen Ausschreitungen durfte sich der Mob gefühlt haben durch die seit Wochen von Medien und Altparteien geschürte Rassismusdebatte, in der der Eindruck erweckt wurde, Deutschland und die deutsche Polizei seien zutiefst rassistisch. Hier wurde in Deutschland eine künstliche Folgedebatte zu den Polizeidiskussionen in den USA angezettelt. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken versucht, die linken Unruhen nach Deutschland zu übertragen, offenbar in der Erkenntnis, dass durch die wohlwollende mediale Begleitung der Ausschreitungen der kriminellen Horden in den USA auch hierzulande einschlägige Anhänger der Linksfrontparteien mobilisiert und auf die SPD als ihre Interessenvertretung eingenordet werden können. Die unmittelbare Frucht der Antipolizeihetze, kräftig unterstützt von unserer Presse, angefeuert bzw. geduldet von den Politikern der Altparteien, haben wir nun in Stuttgart gesehen. Wie bestellt, so geliefert. Die mediale Berichterstattung mit den offen zur Schau getragenen Sympathien für Plünderer und Randalierer in den USA, auch seitens deutscher Politiker, hat vorab Rückendeckung, ja Motivation für die hiesigen kriminellen Handlungen geliefert. Man durfte sich moralisch ermächtigt fühlen. Da wird die Innenpolitik zum Spielball eines ideologischen Kampfes, bei dem mit zweierlei Maß gemessen wird. So bei Demonstranten, die je nach politischer Färbung bald als gefährliche Quarantänebrecher, bald als mutige Bürgerrechtler, moralisch freigestellt von Corona-Auflagen, beschrieben werden. Bei Denkmälern gilt Beschädigung und Zerstörung öffentlichen Eigentums plötzlich als legitim, wenn es linkem Revisionismus im Kampf gegen die eigene Geschichte dient. Die Straftäter glauben es sich herausnehmen zu können, weil hohe Staatsstellen und die mit ihnen verbandelte Presse Ideologie vor Recht stellen und so den Rechtsstaat wehrlos machen. Die richtige Gesinnung, der richtige Hintergrund und schon steht man über dem Recht. Diese Freistellung wird verstanden und dankbar aufgenommen, wenn es Randalierern mal wieder in den Fingern juckt. Deeskalation bedeutet im Deutschland von 2020, dass Recht dem Unrecht weicht. Und leider nicht, da
dass alle Täter ohne Antifa-Bonus und ohne Migranten-Bonus rechtsstaatlich gleichermaßen verfolgt werden. Unabdingbar ist es, dass die Regierung sich eindeutig hinter die Polizei stellt, statt linke Klischees zu bedienen und sich auch noch, wie bei der Ablehnung des AfD-Antrags auf ein Antifa-Verbot, zum Schild der All Cops are Bastards, Banditen, zu machen. Auf diesem kulturmarxistisch vorgedüngten Boden, wo Deutschlandfeinde von links bis Union nach Anpflanzung von Millionen Migrationssetzlingen nun endlich eine kollektive Rassismusneurose zu ernten hoffen, zeigt sich nun, wer die neue Doktrin einer illegitimen Staatsgewalt als erster annimmt, das sind die uns geschenkten Menschen, die Neubürger, die demnächst neuen Deutschen. Zu den bisher schon von der Polizei geduldeten No-Go-Areas der Stadtbezirke, die bereits unter Ausländergewalt stehen, gesellen sich jetzt neue rechtsfreie Räume. Den Bürgern muss klar sein, ihr werdet nicht mehr geschützt. Die polizeiliche Ordnungsmacht hierzulande wurde von den Altparteien ganz bewusst akzeptanzmäßig entmachtet, quasi vogelfrei gegeben. Man lässt die eigenen Ordnungskräfte im Regen der Verleumdung stehen. Insbesondere die staatszersetzenden Akteure der SPD-Führung, aber Grüne und Linke stoßen natürlich ins selbe Horn. Dass der AfD-Antrag die kriminelle Vereinigung der Linksterroristen, der sogenannten Antifa, kurz für antidemokratische Faschisten, zu verbieten, von allen Altparteien abgelehnt wird, spricht da eine deutliche Sprache. Man möchte nämlich sowohl ideologisch ungestört die Karte der linken Volksverhetzung weiterspielen können, als auch die Kampftruppen der linken Straßengewalt gegen Andersdenkende nicht beschädigt sehen. Stuttgart zeigt, diese Regierung in ihrem grenzenlosen Anbiederungsopportunismus an die Linkspresse ist tatsächlich gemeingefährlich. Man leugnet auch wieder den Augenscheinbeweis der zahlreichen Tatvideos, die wirklichen Tätergruppen, auf das nur nicht die politische Lieblingsklientel beschädigt, sowie das große Immigrationsprogramm hinterfragt werde. Und wenn die importierte Gewalt noch so vielen deutschen Bürgern Schaden antut. Diesen gewissenlosen Gesellen muss endlich politisch das Handwerk gelegt werden. Dazu müssen jetzt alle Bürger die AfD, die Alternative für Deutschland, stark machen. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.